liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Ja, am Samstag habe ich euch Green Book vorgestellt aus Amazon Italien mit ein paar kleinen Dellen, ja, scheiße. Aber heute kam auch schon das nächste Paket aus Italien und das wurde nochmal anders verpackt, nämlich so in einem recht großen Paket hier. Und hoffe mal, dass das jetzt ganz geblieben ist. Dann hier haben wir das Steelbook drin zu Dumbo. Ja, Dumbo ist ja der vierte Animation- oder Zeichentrickfilm gewesen von Disney. Und muss gestehen, der Film ist schon sehr speziell. Es ist für mich einer der schwächsten Zeichentrickfilme. Schwach kann man jetzt sagen. Das Schlimmste bis jetzt war einfach, dass einfach ein reiner Mobbingfilm, ja. Der arme Dumme wird hier so gedreht und gedemütigt wegen seinen großen Ohren. Und das finde ich schon, also der Film ist schon wirklich nichts für Kinder, ganz ehrlich. Also ich fand ihn echt, ich persönlich fand ihn sogar ganz schlimm. Und ja, jetzt kam eine Neuverfilmung raus mit realen Menschen, auch mit Animationen, wie auch jetzt König der Löwen. Oh, so ein schöner Film. Wer gerne mal meine Review angucken möchte von König der Löwen, der soll es auch bitte gerne tun. Einfach hier in der Infobox nachgucken. Und hier haben wir das Steelbook zu Dumbo aus Italien. Und was ich hier schon mal sehr cool finde, wir haben hier auch einen deutschen Ton dabei. Dasselbe Steelbook gibt es auch bei Zavi mit der 4K-Version. Auf der 4K-Version ist auch ein deutscher Ton dabei. Aber ganz ehrlich, Preis von, fast 12 Euro Unterschied. Habe ich mal Zavi mit abbestellt und habe jetzt einfach mal die aus Italien bestellt. Und Blu-ray langt mir völlig. Gut, 3D-Blu-ray wäre mir noch recht lieb gewesen, aber ganz ehrlich, auch das ist nicht so wichtig. Hier auf jeden Fall jetzt die Neuverfilmung zu Dumbo. Hier natürlich das italienische Steelbook. Und hoffe mal, dass das auf jeden Fall ganz geblieben ist. Ja, wir haben ja leider keine Prägung, weil ich es sehr schade finde. Aber an sich gefällt mir das Steelbook wirklich sehr gut mit diesem Holzwagen eigentlich Design zu, wo eben der Dumbo drin steckt, so wie es ausschaut. Und hier dann schon mal Dumbo mit seinen riesengroßen Löffeln. Uch, fuck. Und hier natürlich dann nochmal das normale Zavi-Steelbook. Und wir machen mal auf. Und dann schauen wir uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Wir haben hier ein paar Bilder auf dem Spine. Ich hasse ja Bilder auf dem Spine. Aber bei... Nein. Na, jetzt. So, das Steelbook ist eigentlich eher matt gehalten. Nur der Schub ist eigentlich glänzend gemacht, wie ihr seht. Hier noch Dreamland, also ein richtig schönes Teil. Und hier hinten drauf mal dann auf Italienisch dann die Inhaltsangabe. Wer Italienisch kann, der sollte es sich einfach mal durchlesen. Wenn nicht, wie ich, dann haben wir Pech. Und hier dann die ganzen technischen Daten. Es tut mir leid, ihr wisst ja, meine Kamera ist defekt. Und ich versuche es hier mal drauf zu drücken, aber irgendwie es funktioniert nicht mit dem Scharfstellen. Nein, keine Ahnung, wie es geht mit dem Handy. Aber irgendwie so müssen wir es auch noch lesen können. Aber Tedesco Audio, Tedesco, es ist deutsche Ton mit dabei, sehr geil, schon mal super, das gefällt mir schon mal ganz gut, kann sich schon mal sparen, die deutsche Disc und auch noch eher dran, denn die deutsche Veröffentlichung kommt erst im August dran und jetzt habe ich es schon vorgestellt, diesen Film anzugucken. Ja, Schuber machen wir mal runter und jetzt kommt gleich mal hier nochmal der Schuber. Und das Steelbook gefällt mir richtig gut. Und hier haben wir eben dann das Bild nochmal. Und hier eben Dumbo. Sehr cooles Teil. Hier haben wir Dreamland nochmal. Also ein sehr, sehr schickes Steelbook, wie ich finde. Hier in der Spine mit Bildern. Aber gut, kann man halt jetzt nichts machen. Und dann auch hinten drauf, hier nochmal dann die Tür von dem Wagen, also richtig cool gemacht. Und ich schlage jetzt hier mal auf. So schaut das Ganze aus. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Ach schön. Ich freue mich auf den Film. Und dann haben wir hier noch dann die Blu-ray-Disc in Blau. Und dann auch noch mal ein richtig coole Zeichnung als Innendruck. Ja, und da würde ich echt nur sagen, geiler Scheiß. Hat es, glaube ich, 23 Euro gekostet bei Amazon.
Italien. Und wie gesagt, ich habe hier auch mit Bankeinzug machen können. Das hat auch funktioniert. Also das hat wirklich funktioniert, denn wie gesagt, ich habe es eben nochmal aktualisiert und dann ging es auch sofort. Also perfekt. Und ja, das war es auch schon von dem Steelbook zu Dumbo, dem italienischen Steelbook, wie gefällt das Steelbook, wie gefällt der Film? Das sind eure Kommentare, da würde ich mich freuen. Und bis dann, tschüss mit Ö und Bi. Thank you.